Für Ganzheitsmedizin in Heidelberg. Wir sind mit der Ganzkörperuntersuchung durch und kommen am Ende nochmal zu einer Knie-Spezialuntersuchung für die orthopädisch Interessierten unter Ihnen. Ich nehme mir die Knie auf 30 Grad so nebeneinander und prüfe hier, ob diese Kontur verstrichen ist, also ein dickes Knie. Und dann würde ich hier wie so ein Wasserkissen hier und hier hin und her drücken können. Und gleichzeitig hätte ich eine sogenannte tanzende Patella als Zeichen eines Kniegelenksergusses. Das ist das eine, was ich prüfen kann. Das nächste wären die Seitbänder, die Knieligamentum collaterale, laterale und mediale, also die Seitbänder des Knies, die ich prüfen kann. Das Außenband prüfe ich, indem ich eine Aufklappbarkeit in der Richtung prüfe. Das Innenband prüfe ich durch eine Aufklappbarkeit in diese Richtung. Das gleiche gilt für hier, Innenbandprüfung. Außenbandprüfung. Wenn da nichts ist, prüfe ich die Kreuzbänder. Hätte ich ein vorderes Schubladenphänomen, also ich könnte den so nach vorne rausziehen, das Ganze, dann wäre das vordere Kreuzband gerissen. Hätte ich ein sogenanntes hinteres Schubladenphänomen, dann wäre das hintere Kreuzband gerissen. Jetzt gehe ich gedanklich zu den Menisken. Der Außenmeniskus, den prüfe ich durch eine Innenrotation im Unterschenkel, dann würde der hier wehtun. Innenmeniskus, der viel häufiger betroffen ist, weil er größer ist und verwachsen mit der Kniegelenkskapsel, den prüfe ich umgedreht durch eine Außenrotation, dann würde es hier wehtun. Gleichzeitig habe ich immer auch einen Druckschmerz im medialen Gelenkspalt bei Innenmeniskusschaden, aber auch einen sogenannten Hyperextensionsschmerz. Und das ist das gleiche Prinzip wie auch das sogenannte Payer-Zeichen, was dann ebenfalls wehtut, schmerzhaft ist bei Innenmeniskusschaden. Für dies und vieles mehr lernen Sie an der Akademie für Ganzheitsmedizin Heidelberg. Rufen Sie uns an, gehen Sie auf die Website, vereinbaren Sie einfach einen kostenfreien Probetermin. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.